Der Mann betrat die Moschee und betete seine zwei Raka'a, die sogenannten Tahiyyat al-Masjid, und dann begrüßte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wer das verinnerlicht, stellt fest, stellt eine seltsame Angelegenheit fest. Und zwar, wenn man in eine Sitzung kommt und in dieser Sitzung ist eine angesehene Persönlichkeit, ob das ein Gelehrter ist oder dein Vater ist oder wer auch immer, denn normalerweise das erste, was man macht, man geht schnurstracks zu demjenigen in diesem Raum, der das Erstanrecht hat auf die Begrüßung. Deswegen, wenn du zu einem Adab gehört und in einen Raum reingehst und dort sitzen viele Leute, wie zum Beispiel bei einer Einladung, dass du dann zum Beispiel mit deinem Vater beginnst. Oder mit dem Sheikh, wenn er dort ein Gelehrter ist, beginnst. Oder mit dem Ältesten beginnst. Und nicht einfach von rechts oder von links beginnen, sondern du beginnst bei der angesehensten Person. Und jetzt kommst du in die Moschee und da sitzt ein Gelehrter, nicht nur ein Gelehrter, sondern ein älterer Mann. Nicht nur ein älterer Mann und Gelehrter, sondern ein Prophet der Prophet. Nicht ein Nabi, sondern ein Rasul. Und er ist Khatam al-Nabiyyin, alayhi salatu wassalam. Der Mann, das erste, was er gemacht hat, er betet trotzdem Tahiyyat al-Masjid. Und als zweites begrüßt er den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn er das mit dem Propheten so gemacht hat, alaihi salatu wasalam, und er diese Sache akzeptiert hat, angenommen hat, ihn nicht darauf angesprochen, im Gegenteil, diese Billigung bedeutet, es war richtig, was er gemacht hat, dann sollte man das erst recht mit allen anderen Menschen machen, außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Weisheit dahinter ist offensichtlich. Du gehst in das Haus Allahs. Du bist Gastgeber bei Allah Azza wa Jalla. Also hat Allah Tabarak Ta'ala das Erstanrecht auf diesen Gruß. Und deswegen nennt man dieses Salah auch das Begrüßungsgebet. Tahiyyatu al-Masjid. Das Tahiyya ist auf Arabisch das Begrüßen. Okay. Das Tahiyya bedeutet Begrüßen. Und Tahiyyatu al-Masjid, das heißt Tahiyya der Moschee, heißt es deswegen, weil bei diesen in Deutsch würde man sagen Genitivkonstruktionen, das weist auf den Ort hin beziehungsweise auf den Grund hin, warum ich das Gebet verrichtet habe, weil ich die Moschee betreten habe. Okay? Das ist die Geschichte. Es gibt ein anderes Beispiel. Vielleicht habt ihr mal gehört, Salatu al-Dhuhr. Salatu al-Dhuhr, sagt man auf Arabisch. Das Gebet des Mittags. Diese Genitivkonstruktion, auf Arabisch sagt natürlich Mudaf, Mudaf Ilay, aber das ist ja jetzt auch groß wie gesprungen. Ja. Diese Konstruktion weist auf etwas hin. Auf was in diesem Zusammenhang? Im ersten war es, weil man die Moschee betreten hat, betet man dieses Gebet. Das ist der Sabab, das ist der Grund. Aber Salat al-Dhuhr weist jetzt darauf hin, auf die Uhrzeit, zu dem das Gebet verrichtet wird, wie Salat al-Duha. Das heißt, Duha geht, weil es zur Duha-Zeit verrichtet wird. Und so ist es bei vielen Gebeten. Aber Salat al-Istikhara, Salat al-Istikhara macht man bei einer Entscheidungssuchung. Man bittet Allah, dass die Entscheidung gemacht hat. Das heißt, hier macht man das aufgrund der Entscheidungssuchen auf das Gebet. Ja? Das hat dann mit der Zeit nichts zu tun, sonst hat es was mit der Begebenheit zu tun. Okay? Das heißt immer, das Salat wird einer bestimmten Sache zugeschrieben, die auf die Ursache hinweist. Al-Duha, das Wudu, Salat al-Wudu, wenn man das so nennen möchte. Ja? Weil ich Wudu gemacht habe, bete ich zwei Raka. Wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn. Entscheidend ist, dass der Mann hier diese zwei Sunna-Gebete, die zwei Raka-Sunna gebetet hat, weil er die Moschee betreten hat. Und diese Sache, wie heißt es, hat Vorrang gegenüber dem, dass man die Anwesenden der Leute begrüßt. Und wenn jemand sagt, ja, aber das ist ja respektlos, wenn ich die anderen Leute nicht begrüße, und so, dann soll man ihm sagen, Allah hat mehr Respekt verdient als du. Und das zeigst du auch, weil du machst ja Tahiyyat al-Masjid,
Und dann kannst du ja die Leute begrüßen, das ist ja kein Problem. Wenn du jemanden magst, gern hast und so. Aber lass deine Verherrlichung für Allah ta'ala die größere sein. Das heißt nicht, dass du eine Sünde begehst, wenn du jetzt reinkommst und jemand anderes erst begrüßen würdest, aber es weist auf einen Mangel hin. Weil du kommst in das Haus Allahs. Und deswegen, auch wenn du zu Gast gehst zu jemandem, wen willst du zuerst begrüßen, außer dem Gastgeber? Weil es geht, das denke ich. Okay? Und ähnlich verhält es sich in der Moschee. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam.